Hallo Freunde, willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wir hatten in der letzten Episode einen kleinen Zwischenfall mit zwei unterbelichteten Handlangern, aber die haben sich quasi selbst um sich gekümmert. Jetzt bin ich mal ziemlich neugierig, was hat's denn hier mit diesem Typen auf sich? Da gucken wir gleich mal rein. Was könnte schlimmstenfalls schiefgehen? Außerdem, ich weiß nicht, ob es clever ist, den rauszulassen. Wenn der da drin bleibt, wäre das vielleicht vernünftiger gewesen. Aber jetzt ist er raus. Sanfte Grüße. Hallo. Oh. Muss es immer in sowas enden? Hör mal, hörst du auf? Ich lass mich doch von dir nicht rumstupsen. Dann lass es. Meine Herren. Leicht aggressiv und nach vorne gerichtet, der Typ. Hat irgendwas von Rambock, finde ich. Nemesis. Na gut, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Oh, die sehen schick aus. Da würde ich sagen, machen wir mal ein kleines Upgrade hier. Für den Fall der Fälle. So, wer nervt? Blöde Handys immer. Lass mich raten. Ich hab's mir doch gedacht. Sei Dank. Die Wärterdroiden spielen verrückt. Sie melden Lebenszeichen und Ausbrüche aus den innersten Verteidigungsanlagen. Unsere Truppen in diesem Bereich stehen unter schwerem Beschuss durch eine unbekannte Spezies. Sie können nicht antworten. Sowas in der Art hatte ich mir schon gedacht. Kommen wir mal zu den Plänen von Ivory. Ivory meint, es gehörte zu einem uralten Imperium? Wenn Ivory in den Gewölben war, dann weiß er mehr als ich. Ich kann hier nichts ausrichten, wenn mir die Republik nicht traut. Ich habe mir auch einige Akten außerhalb meiner Befugnis angesehen, um Hinweise auf den Ausbruch zu finden. Nach dem, was ich gesehen habe, glaube ich nicht, dass wir die Ersten auf diesem Planeten waren. Ja, dann würde ich sagen, du rückst jetzt mal raus mit der Sprache, sonst gehe ich nämlich einfach. Da unten reinzugehen, ohne zu wissen, was auf mich wartet, ist eine ziemlich ausgesprochene Mistidee. Wenn ihr etwas wisst, das mein Leben retten könnte oder mir Schmerzen erspart, ich mag keine Schmerzen, dann redet jetzt besser. Ich weiß nur, dass der Ausbruch in Kammer 806 stattgefunden hat. Eine Kammer, die es schon vor der Ankunft der Republik gab. Sie ist als streng geheim gekennzeichnet, als niemals zu öffnen, als unzugänglich selbst für Militärforscher. Wenn ihr denkt, dass Ivory dorthin unterwegs ist, solltet ihr ihm besser folgen. Schnell! Na super. So viel zu der Geschichte. Na gut, dann werde ich wohl selbst ein bisschen nachforschen müssen. Das Grab. Ich hatte eigentlich gehofft, da nie mehr hin zu müssen. So viel dazu. 20 bis lebenslänglich. Ah, richtig. Übergang. Gut. Wir teleporten erstmal hierher zurück zum Eingang des Maximalsicherheitstrakts. Und da würde ich sagen, bringe ich ein kleines bisschen Licht ins Dunkel. Wunderbar. Da sind wir. Gut, wie versprochen, ein kleines bisschen Licht ins Dunkel. Zum einen, es gibt Rassen, die älter sind als das Imperium oder die Republik. Einige dieser haben zum Beispiel die Datacrons erschaffen, andere haben, ja, sagen wir einfach, andere Maschinen gebaut. Und ja, alles in allem haben wir es hier mit so einer alten Rasse zu tun. Die haben Belsavis damals schon als Gefängnis und Forschungsplanet genutzt. Und von denen liegen einige Maschinen und Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle ein paar ziemlich alte Dinge liegen hier begraben.
Und ich fürchte, Ivory will die ausgraben. So, eine dieser uralten Maschinen und Technologien ist so ein Teleporter-Netzwerk. Und das können wir hier auf Belsavis nutzen, abseits von den Gleiterrouten, um einfach von einem Ort zum anderen zu teleportieren. Und dank dem letzten großen Patch haben wir natürlich die Möglichkeit, direkt in die Endzone zu teleportieren. Das heißt, das geht jetzt relativ fix hier. Ich sehe schon, Level 43 und da haben wir den nächsten Fähigkeitspunkt gekriegt. Jetzt glaube ich mich zu erinnern, dass das hier ziemlich genial war mit diesen Fähigkeiten. Wir hatten ja zum Schluss Verfolgungsjagd, 4 Ladungen, kostenlos dieses Gedöns, wenn wir aufstehen. Pandemonium. Impulszünder. Chance von 0%. Ja, Impulszünder habe ich noch nicht. Schade das. Wenn Niederkauen endet oder du die Deckung verlässt, während Niederkauen aktiv ist, erhältst du den Effekt hellwach, wodurch dein Bewegungstempo um 50% erhöht wird und du Immunität gegenüber allen bewegungseinschränkenden Effekten erhältst. Hält 6 Sekunden an. Das funktioniert also nur nach Niederkauern. Und Niederkauern mach dich mal hier davon. So. Niederkauern war dieses Ding hier. Das benutze ich in letzter Zeit relativ häufig. Und wenn das endet oder ich aufstehe, werde ich schneller und kann nicht mehr verlangsamt werden oder so. Ja, eigentlich keine blöde Fähigkeit. Kapitulation setze ich jetzt relativ selten ein, obwohl ich es mit dieser Begleiterin vielleicht öfter einsetzen sollte. Stolperschuss oder Beinschuss benutze ich sowieso nicht. Verteidigungsschirm absorbierten Schaden. Verteidigungsschirm ist diese Drohne, die ich da häufiger einsetzen sollte. Das wäre auch nicht schlecht. Aber ich glaube, da bin ich erstmal ein großer Freund von Hellwach. Da bin ich sowieso selten genug. Schauen wir uns das mal an. Gut, das hier ist einer dieser Teleporter. Diese uralte Maschinentechnologie, um die es hier geht. Und jetzt pass mal ganz kurz auf. Wir wollen hier drüben rein. Warum sollte ich denn hierher teleportieren, wenn ich hierher teleportieren könnte? Nee, ich glaube, da gucke ich doch erstmal hierher. Da sind wir. Dieser Druide kommt mir gerade recht. Melden Sie Ihre Beschwerden. Inventar ist ziemlich voll. Du müsstest mir ein bisschen Müll abkaufen. Aber ich glaube, damit hast du jetzt kein großes Problem, oder? Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Fantastisch. Gut, wir sind hier unten drin und suchen Ivory. Relativ nah dran, aber... Doch, das sieht... Ah, Schiff. Ich sehe schon. Sieht nicht schlecht aus. Und ich glaube, das war auch der richtige Teleporterpunkt, wenn ich mir mal so die Landschaft angucke. Ja, aber Nordstern, was erzählst du da für einen Mist? Hast du nicht gesagt, das hat was von Hölle und Lava und Schnickschnack? Warum liegt jetzt hier überall Schnee? Ja, wartet ab, das kommt noch. Belsavis ist irgendwie 4 Jahreszeiten. Draußen war praktisch permanent Sommer oder Frühling oder so, jetzt sind wir hier im Winter und ein paar Zonen haben wir auch noch ein bisschen übersprungen durch diese Schnellreisegeschichten. Fakt ist, da drin im Grab, wo wir nachher auf jeden Fall noch hin müssen. Also ich glaube, jede Klasse muss in das Innerste und da wird es wirklich, wirklich höllenartig. Da schneit es quasi Asche und ja, überall ist Lava und Schnickschnack. Das sieht tatsächlich so aus wie unsere Instanz, auch wenn hier nichts angezeigt wird von wegen Schmugglerphase, aber na, wird schon stimmen. Sieht ja sehr freundlich aus. Noch? Attacke. Ja, ja, hier, du jetzt Attacke. Die Sache ist vorbei. Fällt ja reichlich früh ein hier. So, mal wieder ein bisschen hochheilen. Das mit den kostenlosen
Schnellschüssen ist eine fantastische Sache. Hatte ich eigentlich total vergessen. Müsste ich wieder häufiger einsetzen. Jetzt kritten wir erstmal den da weg. Wunderbar. Ach ja, wie viel brauchen wir um den? Auch 300, war ja klar. Da werde ich wohl demnächst noch ein bisschen plündern skillen müssen. Na also, ist ja alles tot umgefallen. Leider auch unsere Begleitung. Ein bisschen schade. Dann machen wir das mal so. Captain. Das sieht im Übrigen... Ach so, das ist... Ah, von ihren Skills. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, das sieht ein bisschen aus wie ein imperialer Buff. Deshalb, eigentlich kommt sie aus dem Imperium als Mandalorianerin. Sie ist ja Kopfgeldjägerin, wenn man so möchte. Ich fände, es wäre ein toller Gag, wenn sie statt der republikanischen Buffs die imperiale Variante drüber hätte. Hätte was, wäre toll. Aber ist leider nicht. Wäre für manche Leute vielleicht auch ein bisschen zu verwirrend, wer weiß. Sie macht doch eine Menge mehr Schaden als Boda, wenn man bedenkt, dass Boda eigentlich die bessere Ausrüstung haben müsste. Ist das ein bisschen überraschend. Gut, Boda ist ein Tank, also sie ist ein DD. Oh. Die laufen hier schon rum. Nicht sehr nett. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir uns die noch eine Weile ersparen können, aber nö. Die Frage ist, wie weit läuft er jetzt hier rüber? Alle drei zusammen könnten knifflig werden. Sie hält einfach nicht viel aus. Und wir halten auch nicht viel aus. Ach, jetzt kommt er hierher. Ich werde so narrisch hier. Aber das könnte hinhauen so. Das Problem an dem Ding ist, also mal davon abgesehen, dass der viel aushält, das macht jeder Goldene auf dem Level, wirft der Leute permanent zu Boden, schmeißt sie durch die Luft und die meiste Zeit ist man eigentlich damit beschäftigt, nichts zu tun, außer verdroschen zu werden. Und das zusammen mit der anderen Gruppe könnte ein bisschen hässlich werden. Deshalb würde ich den ganz gerne ein bisschen erstmal noch links liegen lassen. Crowd Control ist eine sehr, sehr mächtige Angelegenheit, ganz besonders, wenn man als Spieler auf dem falschen Ende von Crowd Control liegt. Das ist dann nicht so angenehm. Grüß dich, Ivory. Ich hab's friedlich probiert. Halt mir das jetzt also nicht vor, was gleich passiert. Oh. Stümperhaft. Nicht sehr nett. Ich muss schon sagen. Aber selbst schuld, was läuft noch einfach so durch Lichtschranken und Blödsinn. Anfängerfehler. Ein bisschen schade das. Hab ich euch nicht getötet? Mehr lachen. Okay. Eigentlich schon. Schüsse in den Kopf halten die meisten Leute auf. Ah, das ist der Trick. Sehr interessant. Jetzt dreht sich Rogun gegen Ivory.
Damit hatte ich auch nicht sonderlich arg gerechnet. Helft mir, Rogun zu erledigen. Angefangen bei seinen Bluthunden hier. Ihr habt bewiesen, dass ihr mehr als ein guter Schütze seid. Ich höre. Ja, mit jeder Minute, die ich lebe, läuft für Rogun die Zeit ab. Welches Angebot wollt ihr machen? Da haben wir ein paar lustige Möglichkeiten. Wirklich. Also das, was die Republik da macht, ist kein echtes Angebot. Wir hätten die Möglichkeit, Ivory verschwinden zu lassen. Er ist einfach hier tot umgefallen und die Sache ist vorbei. Wenn ich euch einstelle, habe ich das Sagen. Ich rede, ihr hört zu. Vor euch haben schon andere versucht, meinen Platz einzunehmen. In diesem Gewölbe gibt es eine Rettungskapsel. Sie wurde von dem Volk zurückgelassen, das diesen Planeten erschaffen hat. Sie ist die einzige Möglichkeit, ohne republikanische Hilfe wegzukommen. Lasst uns Partner sein. Helft mir, diese Kapsel zu starten und diesen Aufstand niederzuschlagen. Dann können wir gemeinsam zurückholen, was Rogun mir gestohlen hat. Er ist wirklich gut und vorbereitet. Also, ich würde ja fast sagen, ich könnte ein Fan von Ivory werden. Jetzt müssen wir aber erstmal aus der Sache hier rausschießen. Na, so viel dazu. Da hatte ich auch ein bisschen Angst, dass wir da mit dem Flammenschaden zu viel zu kämpfen haben. Ein paar Schüsse in den Kopf. Ja, waren ein paar viele Schüsse in ein paar viele Köpfe. Ich hoffe, die Sache ist jetzt endlich vorbei und da tauchen nicht nochmal 30 von dem auf. Leicht nervig, dieser Typ. Genug. Die Republik hat mir viel genommen. Es wird Zeit, die Krone weiterzureichen. Ich möchte euch dienen. Ja, ja. Gemeinsam können wir Rogun vernichten und mein Reich zurück. Der steht wieder auf. In eurem Namen. Ist der denn gar nicht kaputt zu kriegen? Was ist denn das für ein Ding? Der Blick als Spielerklasse. Den Blick kenne ich. Ach, das ist schon wieder. Das zieht jetzt wieder. Der steht gleich wieder auf, möchte ich wetten. Wo zielst du hin? Der liegt da unten. Aha. Mit eurem Können und meiner jahrelangen Erfahrung kann es niemand mit uns aufnehmen. Sehe ich ähnlich. Ihr bleibt auf meinem Schiff. Ihr tut, was ich euch sage, und ihr bleibt immer in meiner Nähe. Genau das hätte ich auch gesagt. Meine Zeit ist zu Ende. Es braucht mehr, um mein Reich zurückzuerobern, als ein paar Narren zu täuschen. Was soll ich für euch tun? Erstmal in Deckung gehen, weil dieser Typ steht gleich auf und will dich erschießen und ich würde dich ganz gerne behalten. Gebt mir alles, was ihr über unseren Kumpel, den Schlechter, wisst. Ich stelle eine Liste von meinen und Roguns früheren Unterschlupfen zusammen. Er ändert niemals eine Gewohnheit, wenn sie funktioniert. Ein weiser Plan. Soll ich das Schiff kontaktieren, damit es ihn abholt? Das ist bestimmt sicherer, als ein Wrack auszugraben, das seit 5000 Jahren auf Eis liegt. Ja, und es wird bestimmt kein Problem, dass wir da mit unserem Schiff und Ivory als Gast den Planeten verlassen. Mir fällt spontan niemand von der Republik ein, der da was dagegen haben könnte. Abgesehen irgendwie. Alle? Ja. So viel dazu. Nee, dann machen wir uns mal gleich wieder auf den Weg hier zurück zu unserem geliebten Marshall. Das war ja direkt neben der Kantina, richtig? Jetzt haben wir uns den inneren Teufelsbereich tatsächlich erspart. Ich wusste nicht, dass es eine Klasse gibt, die da nicht rein muss. Wenn ihr das unbedingt mal sehen wollt, schaut mal ganz kurz beim imperialen Star Wars Let's Play. Da waren wir mit der kleinen Kulika, Sith-Kriegerin, in diesem Höllenbereich drin und haben andere Sith
befreit und bekämpft und gemacht, war an sich ganz interessant. Dann sieht man diese Gegend da mal wenigstens kurz. So, jetzt, eigentlich sollte das ja kein Problem sein. Wir sind ja von Beruf Schmuggler und Schurke. Wir sollten Ivory von diesem Planeten runterschmuggeln können. Grüß dich, Marshall Kavarat-Dingsda. Läuft der Laden wieder? Was tut er hier? Wo ist Ivory? Kaputt. Commander Skylast hat mich gerade kontaktiert. Seine Truppen haben von einem nicht autorisierten Schiff berichtet, das sich Kammer 806 näherte. Als sie dort ankamen, war niemand da. Tja, die Galaxis ist voller Rätsel, oder? Als ich mit Ivory fertig war, war von ihm nur noch ein Blutspritzer übrig. Gute Arbeit, Captain. Ich habe mich in euch getäuscht. Tja, das ist irgendwie mein Problem. Es liegt an meinem Gesicht, oder? Zu verschlagen, was? Sagen wir einfach, dass ihr einen gewissen Ruf habt. Aber danke für die Hilfe mit Ivory. Ich wünsche euch und Senatorin Dodonna viel Glück, bei was immer ihr auch vorhabt. Wird schon werden. Da bin ich ziemlich sicher. Und oh mein Gott, wir kommen in die Hölle. Wenn die dahinter kommen, was wir hier für Dinger treiben. Naja, das wäre also Belsavis gewesen. Wir haben ein ziemlich mächtiges Crewmitglied. Und ich glaube, es wäre gesünder, wenn der sich nicht auf dem Holo blicken lässt, wenn wir gerade mit Dodonna sprechen oder sonst irgendwem aus der Republik. Da könnten wir tatsächlich als Insasse hierher zurückkommen, wenn die dahinter kommen. Würde ich ganz gern vermeiden. So, wir machen uns das nächste Mal auf den Weg zum Schiff. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt in der nächsten Episode an. Das heißt für heute Feierabend. Macht's gut, bis morgen. Ciao, Freunde.